herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, habe ich vor einigen Wochen ein Schleimvideo hochgeladen und das ist wirklich so gut bei euch angekommen. Und aus dem Grund dachte ich, dass ich heute ein Video für euch drehe, was ungefähr so in die gleiche Richtung geht. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr zu Hause selber kinetischen Sand herstellen könnt. Und ja, ich weiß, es gibt schon unzählige Videos dazu hier auf YouTube, aber ich muss sagen, bei den meisten DIYs, die ich gesehen habe, sah das Endergebnis einfach nicht so aus wie der richtige kinetische Sand. Und da ich kinetischen Sand eh mega cool finde, weil die Konsistenz an sich schon alleine mega nice ist, dachte ich, zeige ich euch heute, wie ihr originalen kinetischen Sand machen könnt. Ich habe nämlich ein mega cooles Rezept gefunden, wo ihr auch wirklich nur 3 Zutaten braucht. Und ihr braucht nicht, wie in den meisten Videos, zum Beispiel Speisestärke, ihr braucht kein Wasser, Shampoo oder Babyöl. Und das Rezept ist auch mega leicht. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß und let's go! Kommen wir erst einmal zu den 3 bzw. 4 Zutaten, die ihr benötigt. Als erstes braucht ihr etwas Flüssigwaschmittel. Da ist echt egal, was für eins ihr verwendet. Nehmt da einfach irgendeins, was ihr gerade da habt. Außerdem braucht ihr Kleber. In meinem Fall ist das weißer Bastelkleber bzw. Bastelleim. Ihr könnt da aber natürlich auch durchsichtigen Kleber verwenden. Achtet einfach darauf, dass euer Kleber keine Lösungsmittel enthält. Und ich wollte das Ganze eigentlich mit diesem Kleber hier machen. Allerdings hat das hiermit nicht funktioniert, obwohl hier keine Lösungsmittel enthalten sind. Ich weiß nicht, ob das an meinem Waschmittel liegt, aber hiermit hat es bei mir leider nicht geklappt. Also müsst ihr mal schauen. Ich glaube, mit diesem Kleber geht das leider nicht. Und als letzte Zutat braucht ihr, wer hätte es gedacht, Sand. Ich habe meinen Sand bei Nanunana gekauft. Den findet ihr aber wahrscheinlich in fast jedem Dekoladen. Achtet einfach darauf, dass euer Sand möglichst fein ist. Und nehmt am besten keinen Sand aus dem Sandkasten oder so. Weil man weiß ja nie, ob der da jetzt ganz so sauber ist. Und als 4. Zutat benötigt ihr Lebensmittelfarbe. Aber wie gesagt, das ist natürlich euch überlassen, ob ihr euren Sand einfärben möchtet oder nicht. Also das müsst ihr nicht machen, wenn ihr nicht möchtet. Jetzt aber mal zur eigentlichen Herstellung des Sandes. Und zwar müsst ihr im ersten Schritt einfach nur wirklich ganz wenig Schleim herstellen. Da müsst ihr einfach etwas Kleber in eure Schüssel geben und dann etwas von dem Waschmittel dazugeben, bis eben ein Schleim entsteht. Und falls ihr etwas ausführlicher wissen möchtet, wie man Schleim herstellt, dann schaut mal in die Infobox, da verlinke ich euch mein letztes Schleimvideo. Wenn ihr jetzt euren Schleim hinbekommen habt, dann müsst ihr jetzt nur noch den Sand dazugeben und davon braucht ihr jetzt schon relativ viel. Den gebt ihr aber einfach nach und nach zu eurem Schleim hinzu, so wie ihr das jetzt gerade erkennen könnt. Und das macht ihr jetzt einfach so lange, bis ihr die, ich sag mal, originale Konsistenz erreicht habt. Da ich meinen Schleim jetzt aber noch gerne türkis einfärben möchte, nehme ich mir etwas grüne und blaue Lebensmittelfarbe und verknete das Ganze gut.
Und fertig ist auch schon euer kinetischer Sand. Das war es jetzt auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich mega freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und genau. Tschüss!